Boah, Freunde, es ist schweinekalt, aber wir sind für euch auf der größten innerstädtischen Freifläche der Welt und uns hat die Firma OMO Startup aus München angerufen. Wir sollen uns mal was anschauen. Felix! Servus, grüß dich, hallo! Von der Firma OMO Startup aus München. Ihr habt hier ein geiles, innovatives Produkt, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das ist der OMO! Das ist der OMO, super klein, super leicht. Bist du sicher, dass das keine Handtasche ist? Ja, vielleicht hat sie Größe von der Handtasche, aber was ist das denn? Ist sicher ein eigenständiges Elektrofahrzeug. Nein! Und dann, nein! Das ist halt WTF! Übersetze ich jetzt nicht, aber habt ihr das gerade gesehen? Wie schnell ging das denn jetzt bitte? Ey, ich komme gar nicht darauf klar. Das gibt's doch gar nicht. Seht das mal an. Könnte auch eine Taube sein, ne? Sieht ein bisschen so aus. 5 mal ein und aus. Ist ja der Hammer. Geht weiter? Nick mal? Mega. Ist hier geil. Also wir machen ja schon ein paar Jahre E-Mobilität in dem Fall. Das Konzept erinnert mich so ein bisschen an so ein Mini-Segway, an so ein Hoverboard letzten Endes, aber es ist völlig anders konstruiert. Hier steckt natürlich richtig viel Entwicklungsarbeit drin, Patente drin, habe ich gelesen. Auf jeden Fall, in dem Fall. Genau. Wir haben 2 Patente mittlerweile angemeldet. Einmal für dieses super coole, hohle Rad, was wir haben, was vom Design natürlich auch einfach stark ist. Ja, mega geil. Und der Klappen, den haben wir uns natürlich auch schützen lassen. Also für mich gibt es ja 3 USPs, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn es um das Thema E-Mobilität geht. Das eine ist das Thema Technologie. Das andere ist das Thema Innovation und dann ist das Thema Design im Prinzip für mich einer der 3 wichtigsten Punkte. Eigentlich habt ihr alles in dem OMO vereint, ne? Würde ich auch so sagen. Ist ja mal der Knaller in dem Fall. Ey, ich komme gar nicht darauf klar, Alter, was ist denn ditte? Guckt euch das mal an. Ey, das ist ja wirklich, in 2 Sekunden steht das Ding und das wiegt ja nichts, ja? Das wiegt gar nichts in dem Fall. Mega geil. Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eins, wir probieren mit dem Felix jetzt einfach mal aus, wie fährt sich der OMO? Ich habe ja die Hoffnung, dass ich sie nicht so ein bisschen wie ein Mini-Segway fährt, dann wäre das für mich überhaupt kein Problem. Komm. Oh Mann, ey, der Felix hat so viel Wissen-Input, dass ich jetzt einfach nur noch fahren möchte. Fahren, fahren, fahren. Aber vorher gibt es für euch da draußen noch mal ein paar Eckdaten. Das heißt, wir zeigen euch ganz kurz den OMO noch mal im Detail. Was ist die Besonderheit vom OMO gegenüber allen anderen da draußen und vor allem auch gegenüber den Chinesen? Ganz, ganz wichtig. Also, Details vom OMO gibt's jetzt. So Felix, als Entwickler erzähl mir doch mal ganz kurz, was sind denn so die wichtigsten und coolsten USPs vom OMO? Für die Alltagstauglichkeit haben wir 3 super Features. 14 Zoll große Reifen, Klappmechanismus und super geringes Gewicht von 6,5 Kilo. Wie sieht's mit der Reichweite und der Geschwindigkeit aus? Wir fahren 15 km/h schnell und haben 20 Kilometer Reichweite. Und ist das Fahrzeug derzeit für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen? Aktuell ist es noch verboten, aber wir können es entweder in der Mobilitätshilfenverordnung, also genauso wie ein Segway, zulassen oder, und darauf setzen wir 2019 die neue Verordnung zur Zulassung dann auch auf deutschen Straßen. Sehr gut, dann würde ich sagen, Felix, legen wir los und fahren den OMO. Super, ich freue mich drauf. Johnny, das will ich jetzt auch ausprobieren. Was sagst du? Ich will dich hinfallen sehen. Nein! Jetzt haben wir es geschafft! Jetzt hat es mit dem Gelebe. Ja, der OMO hat mich flachgelegt, würde ich sagen. Aber der Felix hilft mir auf. Du weißt, dass ich es jetzt nochmal ausprobieren will? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich möchte mal ganz kurz erwähnen, was ich ziemlich cool finde an dem Ding. Ist einfach, es sieht absolut abgespaced aus, weil hier sind einfach mal Löcher drin. Und man überlegt die ganze Zeit, wie haben die den Motor umgesetzt? Haben die hier einen Riemen reingeknallt? Wie wird der Elektromotor hier angesteuert? Aber tatsächlich ist hier ein Getriebemotor drin, der sich hier drin befindet und wahrscheinlich über ein Zahnrad letzten Endes einfach nur das Rad befeuert. Ganz, ganz, ne? Genau richtig. Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache, aber konstruktionsbedingt sinnvolle Lösung, weil man das Teil dadurch im Prinzip leichter bekommt. Ganz richtig. Mega. Was ein bisschen lauter ist, ist der Getriebemotor. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber es ist ja noch Prototypenphase, ne? Darf man nicht vergessen. Und ihr müsst schön die Hüfte einknicken. Wenn ihr nämlich die Hüfte einknickt, dann könnt ihr den OMO auch perfekt steuern. Und dann spricht er auch entsprechend an. Also macht schon Spaß. Und es sieht auch stylisch aus, oder? Sehr, sehr geil. Also ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe sogar ein Parcours bei. Also ich habe überlegt, ob wir nochmal Pylonen aufbauen und einfach mal so, weil du, ja, so ein bisschen carven nochmal. Aber nochmal ganz kurz für mich, was kostet der OMO später, wenn ich ihn als Endverbraucher zu kaufen bekomme? Wir werden am 8. Oktober unsere Kickstarter-Kampagne starten. Ja. Und dann gibt es den ersten Mal im Vorverkauf. Okay. Ausliefern werden wir 2019. Ja. Kickstarter, Very Early Bird, der Super Early Bird kriegt ihn für unter 1000 Euro. Okay. Für den Einzelhandel 2019, wenn wir dann produzieren, kommt es voll auf die Stückzahl drauf an. Ja. Aber wir wollen auf jeden Fall unter 2000 Euro bleiben. Ey, Mann, ich habe so einen Bock auf Slalom. Ich habe extra grüne Hütchen mitgebracht, die für das Thema E-Mobilität stehen. Ja. Richtig eng. Richtig eng. Und dann machen wir.
Ja. So. Ja, das schaffen wir. Mit dem Obo schaffst du das. Ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht aber auch enge Kurven. Schön übers Hütchen gefahren. Jawolla. Nein! Gib ihn her, gib ihn her. Geht's dir gut? Schon der zweite. Aber rückwärts, immerhin. Jetzt will ich's wissen. Komm, Omo. Komm, Omo, zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was du kannst, Omo. Komm, Omo, zeig mir, was du kannst. Ja, das war ah! Ja, ist egal, ich habe ein Hütchen übersprungen. Aber es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Oh, sind die eng. Mein Gott, wer hat die so eng gemacht? Oh! Ich habe fast das letzte Hütchen geschafft. Habt ihr gesehen? Eins habe ich übersprungen und das letzte haben wir fast gepackt. Er ist fürs Gelände. Ist er fürs Gelände gemacht? Nein! Ich kacke ab. Schaut euch das mal an. Ich hätte jetzt gedacht, ich steige jetzt hier ab. Der wandert hier durch. Was ist denn hier los? Nein! Das ist ja geil. Jetzt sieht man mal, was der große Raddurchmesser ausmacht. Und die Bodenfreiheit. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin begeistert. Man ist zwar nicht der Schnellste, aber man fährt relativ safe durch. Oh, Bodenwelle! Oh! Und der Omo fährt. Nein, ich hab's geschafft! Woo! Also Freunde, richtig, richtig geil. Ich finde das ein cooles Konzept. Ein Prototypen, made in Germany, selbstbalancierend mit diesen Reifen, wo du im Prinzip durchgrapschen kannst. Mega geil. Also wenn es euch interessiert, den Omo zu bestellen, zu kaufen, was auch immer, wo muss man das Ganze vorordern? Ihr geht auf Kickstarter, MyOmo oder Facebook, Instagram. Da könnt ihr den Omo nämlich später bestellen. In dem Fall das Ganze noch unter 1000 Euro. Serienfertigung 2019. Wir finden es richtig cool. Wir geben dem Ganzen einen Go. Der Prototyp hat mich noch ein bisschen leiden lassen, aber die Serienversion wird richtig geil. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video zum Omo hat euch gefallen. Der Felix als Entwickler, Gründer und Kickstarter, möchte ich dazu sagen, hat sich Mühe gegeben, uns das ganze Teil hier mal vorzustellen. Ich bin mega begeistert. Mir tun auch ein bisschen die Handflächen weh. Also der Prototyp hat mich ein bisschen in die Knie gezwungen. Aber wenn er erstmal läuft, dann läuft er auch. Will ich auch sagen. Und das sogar im Gelände. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Für mich ein Riesenargument. Also die drei USPs sind ganz, ganz klar. Die Technologie, es ist dieses faltbare Konzept mit 6,5 Kilogramm und das Design. Weil mit dem Ding fallt ihr auf jeden Fall auf, wenn ihr in den Cities unterwegs seid. Was ist dein Schlusswort jetzt noch zum Omo? Was möchtest du der Community draußen noch sagen? Wir sind hier in der Entwicklung, unterstützt uns, folgt uns und bringt es in die Welt, dass wir gemeinsam hier die Mobilität verändern können in den Großstädten, dass wir auch 2019 wirklich die Leute damit fahren sehen. Leider muss ich den jetzt wieder mitnehmen. Nein, nein, bitte nicht. Ehrlich, ja? Ja. Felix, hat mich gefreut. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, mit Sicherheit. Und dann bin ich gespannt, wie euer Serienmodell aussieht. Ich werde wieder da sein. Auf jeden Fall. Dann ab nach München mit dir. Cool. Beste Grüße aus Berlin. Zieh durch. Oh, meine Hände tut weh. Es ist wirklich kalt. Er kommt zurück. Du sollst doch nach da laufen. Andere Richtung. Mann, hat er nicht verstanden. Ja, der will in Berlin bleiben. Ich kann es verstehen. Wir sind ja auch Startup City in dem Fall. Also, wenn ihr Bock habt, Lust habt und Zeit habt, guckt euch den Omo an auf myomo.de. Geht auf Kickstarter und klicken, liken, abonnieren. Die Scooterhelden sind mal wieder unterwegs. Das Ganze natürlich unfallfrei beim nächsten Mal und schneller als ihr denkt. Ab geht's da lang. Jetzt gehen wir zusammen. Nimmst du mich mit nach München? Ja, habt ihr doch. Das wäre eine geile Idee, ne? Ja, genau.